Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial zum Thema des Charakter-Resets. Falls alle Stricke reißen und nichts mehr geht, gibt es seit der Alpha 3.8 die Möglichkeit für euch, einen Charakter-Reset durchzuführen, um alle damit verbundenen Daten in den Systemen zu aktualisieren. Aber was ist der Charakter-Reset überhaupt? Ja, wann mache ich einen? Wann besser nicht? Gibt es irgendwelche Risiken? Ne? Ich weiß es, aber wisst ihr es auch? Diese Fragen wollen wir heute beantworten. Wenn ihr darüber hinaus natürlich noch Fragen habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentare und ich werde mich darum kümmern, sie rauszufinden für euch. Legen wir also los. Der Charakterreset ist so gesehen der allerletzte Ausweg, wenn überhaupt nichts mehr funzt. Ja, auch CRG selber sagt hier, benutzt diese Option nur, wenn es unbedingt sein muss. Ne, denn sollte der Charakterreset einmal ausgelöst sein, dann gibt es da auch kein Anhalten oder rückgängig. Selbst wenn der gerade läuft, dann könnt ihr nicht stoppen oder so. Ja, dann ist wirklich vorbei. Ne? Nach Eingabe eures Passworts, das zeige ich euch gleich noch, war es das. Ne? Deswegen vorsichtig damit umgehen und sie sagen auch, dass natürlich mit den kommenden Patches immer wieder Verbesserungen reinkommen. Also die Gründe, die jetzt zu einem Charakterreset führen, die können zum Beispiel mit der 3.10, mit der 3.11, mit der 4.0 und so weiter und so fort natürlich dann ganz anders aussehen. Aber momentan gibt es halt so ein paar Sachen, die soll man einmal wissen und darum soll es dann hier unter anderem auch gehen. Übrigens, ihr könnt euch auch sparen, den Support von Robert Space Industries bzw. von Cloud Imperium Games anzuschreiben, weil ihr denkt, die können euren Charakter besser resetten als ihr, weil ihr nach einem Reset immer noch Probleme habt. Das ist nicht so. Die führen eigentlich genau das Gleiche durch und das Ergebnis ist somit auch das Gleiche. Diesen Charakterreset haben sie irgendwann mal eingeführt, einfach aus dem Grund, um so ein bisschen Arbeitslast von sich loszudrücken, um es so ein bisschen auf die Community, auf die Backer, auf die Spieler von Star Citizen zu verteilen. Und das ist eigentlich auch eine coole Sache. Ne? So kann man auch selber entscheiden, okay, jetzt ist wirklich hier Ende im Gelände, man muss nicht lange warten. Oft war es auch so, man hat den Support angeschrieben und dann hat es erstmal eine Woche gedauert und dann konnte man weiterzocken. Ja, jetzt dauert es eine Stunde, bis man weiterzocken kann. Und das ist auch ziemlich cool. Grundsätzlich gilt, Probleme erstmal versuchen selber zu lösen. Ja, das muss man so ein bisschen ausprobieren, wie zum Beispiel der Unsichtbarkeitsbug, ja, dass man im Bett aufwacht und seinen Körper nicht mehr sieht. Da hilft es ja meistens, wieder ins Menü zu gehen und einmal den Gender, also das Geschlecht zu wechseln, je nachdem, was ihr vorher hattet. Wart ihr Mann, wechselt ihr auf Frau und umgedreht geht dann wieder ins Verse und dann habt ihr zumindest euren Körper schon wieder. Ein ganz anderes Problem ist zum Beispiel, wenn ihr kein Mobiglas habt. Ja, aber das sind alles genau diese Punkte, da komme ich gleich noch zu. Wie gesagt, grundsätzlich erstmal versuchen selber zu lösen, gibt es kein Workaround und ihr findet auch hier im Issue Council kein Workaround, denn da solltet ihr auf jeden Fall reingucken, dann müsst ihr und solltet ihr einschreiben. Denn nur so helfen wir den Entwicklern hier schnell eine Lösung für das Problem zu finden und das führt letztendlich zu weniger dramatischen Maßnahmen bei einem Reset. Ne, das wird dann immer weniger. Momentan wird noch fast alles resettet, aber das kann halt irgendwann dann sehr wenig werden, ne, wenn wir halt hier wirklich gut mitarbeiten. Auch hier wird natürlich seitens Cloud Imperium Games mit der Langzeitpersistenz getestet. Ne, bestimmte Aspekte unserer Konten, Charaktere werden dann nicht durch ein Reset beeinflusst. Das ist das, was ich gerade meinte. Ne, da die Langzeitpersistenz jedoch neu ist und noch getestet wird, können einige unvorhergesehene Probleme auftreten, die durch das Zurücksetzen dann halt nicht behoben werden können. Ne, das passiert auch immer wieder. Das Problem habe ich zum Beispiel auch. Ja, wenn ich meinen Charakter zurücksetze, habe ich beispielsweise noch das ganze Inventar. Aber ich habe trotzdem immer wieder dieses Problem, dass sich irgendwann das Aussehen meines Charakters ändert. Beim nächsten Mal einloggen bin ich dann unsichtbar. Ne? Dann mache ich diesen Genderwechsel, hin und her, hatte ich ja gerade schon gesagt, und dann ist wieder alles gut. Aber das Problem habe ich halt trotzdem noch. Ne? Das hat sich dann auch durch den Charakterreset dann halt nicht behoben. Alle Probleme, die bei langfristiger Persistenz auftreten, also nicht mit resettet werden, sollten über den Issue Council hier auf jeden Fall auch gemeldet werden. Ja? Also nicht nur das erste Problem melden, sondern auch das darauf folgende nach einem Charakterreset. Ne, ganz, ganz wichtig. Es gibt sogar, wenn ihr einen Issue Council, also einen Report hier reinschreibt, gibt es sogar richtig den Status oder die Rubrik Charakterreset. Ja, dann können die das auch dann schneller finden. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Das führt uns zu einer Seite von Robert Space Industries, wo es auch immer regelmäßige Updates zu diesem Thema gibt. Die Seite werde ich euch natürlich auch verlinken. Ne? Welche Auswirkungen hat nun momentan der Charakterreset? Ja, das wird hier wunderbar beschrieben und sobald dieser durchgeführt wird,
geschieht nämlich Folgendes. Ja, Missionen und Questfortschritte im Spiel werden gelöscht. Das heißt also, eure Reputation, Schrägstrich, euer Ruf ist weg. Ja, wenn ihr ein super Bounty Hunter wart, seid ihr es nicht mehr und fangt dann wieder mit der Pro-Tem-Mission an. Habt ihr die PI-Wanted-Mission gemacht und habt darauf folgende Aufträge bekommen, ist sie weg und ihr müsst die nochmal machen. Also, ich denke mal verständlich, die Reputation und der Questfortschritt ist gelöscht. Dann wird der Spawnpunkt zurückgesetzt. Das heißt, ihr könnt am Anfang im Menü neu auswählen, wo ihr starten wollt. Ja, New Babbage, Port Olisar geht ja nicht mehr, ne? Aber halt, ja, hier, Levski geht Levski eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich glaube, Levski geht, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, es geht New Babbage. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das kann auch sowieso mit jedem Patch sich wieder ändern. Vielleicht kommt auch PO irgendwann wieder rein, man weiß es nicht, ne? Dann müsst ihr natürlich euren Charakter neu erstellen. Also ihr müsst wieder oder kommt dann automatisch in den Charakter Customizer rein, ja, und müsst den dann neu erstellen, wie üblich, als wenn es halt wirklich ein Reset oder ein Vibe gab, ne? Müsst ihr euch natürlich merken, wie ihr ausgesehen habt, macht es nicht zu kompliziert, ne? Dann, unser aktueller Alpha-UEC-Stand bleibt allerdings erhalten, ja, und wird nicht zurückgesetzt. Das ist momentan eine Sache, die ist schon persistent, ne? Deswegen sagte ich vorhin fast alles. Das bleibt wirklich mittlerweile da, ist natürlich Vorteil, Nachteil. Ne? Bei mir, ich habe gerade ziemlich wenig Alpha-UECs und würd mich natürlich freuen, wenn die wieder da sind. Andere haben natürlich schon über ein paar Millionen und für die ist natürlich doof, wenn es resettet wird. Na, aber im Grunde genommen ist es eigentlich cool, dass es erhalten bleibt und das ist im Moment auch so. Allerdings in-game und mit Alpha-UECs gekaufte Schiffe gehen leider verloren. Ja, die sollen nach diesen Angaben weg sein und gut, da müssen wir dann halt einfach mit leben. Ne? Es wird so weit zurückgesetzt, also alle Schiffe, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände werden auf den Standardzustand zurückgesetzt, ebenfalls noch, ja, und der Stand ist dann letztendlich wieder wie auf der Seite von Robert Space Industries in eurem Hangar. Das ist praktisch dann der Stand, den ihr in-game habt, ne? Und das gilt halt auch für die Komponenten, die ihr besitzt, zum Beispiel ein Helix-Laser für die Prospector oder für die Mole. Ich muss allerdings sagen, entweder hatte ich Glück oder das ist nicht mehr aktuell oder es ist jetzt aktuell, weil ich habe es jetzt ja auch länger nicht gemacht, denn ich hatte immer noch alles drin. Vielleicht habe ich auch deswegen noch die Probleme, ne? Man weiß es nicht so genau, ne? Das muss man halt beobachten, aber ich müsste jetzt zum Beispiel genau das in den Issue Console reporten. Ich müsste sagen, hab Charakter Reset gemacht, hab meine ganzen Sachen behalten, hab die Probleme, ne? Zum Beispiel. So funktioniert das. Wann muss ein Charakter-Reset durchgeführt werden? Das ist ja auch nochmal eine sehr, sehr interessante Frage und das steht hier so ein bisschen beschrieben. Oder das steht hier beschrieben. Nicht ein bisschen, sondern so ist es halt. Ne? Viele der folgenden Probleme erfordern eine Zurücksetzung und einen Charakter wieder auf den Spielstand zu bringen. Zum Beispiel die Anzeige des 30.009er-Fehlers, den ihr dann beim Laden habt. Oder ihr seid in einem unendlichen Ladebildschirm gefangen. Ja? Wenn ihr da nicht rauskommt, keine Chance, Charakter Reset machen. Dann, nächster Punkt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Mobiglas ist verschwunden. Ja? Ihr könnt kein Mobiglas mehr benutzen, dann müsst ihr mal gucken, wenn ihr im Game seid, dann seht ihr am Arm auch gar kein Mobiglas mehr. Ne, das ist dann weg. Vielleicht ist das auch schon ein Fehler, der auftritt, weil wir ja ab der 3.10 unser Mobiglas selber kaufen können müssen, wie auch immer. Ne? Und vielleicht ist das schon dieses, dass es halt auch weg sein kann, dass man es abnehmen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr kein Mobiglas habt, habt ihr eigentlich keine Chance, da noch irgendwas zu machen, müsst ihr ein Charakterreset machen. Nächster Punkt ist, unser Charakter kann nicht mehr interagieren. Ne? Mit Türen, Terminals, mit Schiffen, ja. Es geht halt nichts mehr. Ihr drückt F und ihr könnt nichts mehr machen. Bevor ihr hier ein Charakterreset macht, bitte einmal das Spiel neu starten. Bei mir hat es geholfen und ich konnte es wieder benutzen. Also nicht sofort hier, das sollte sowieso, das ist halt die erste Regel überhaupt, das hatte ich ja eben schon gesagt, immer erst alles ausprobieren, was geht und dann erst ein Charakterreset. Ich würde auch den User-Ordner vorher einmal löschen. Ja, einfach alle Sachen auswägen, das ist wirklich der letzte Weg. Charakterreset, letzter Weg. Ne? Alles andere probiert, dann Charakterreset. Ganz wichtig.
So, dann, dass alle unsere Schiffe nicht mehr flugfähig sind. Das passiert auch manchmal, kommt oft vor, dann fehlen die Komponenten. Wir können nicht mehr spawnen, die Schiffe, also aufs Landepad rufen. Wir können sie nicht mehr claimen, das heißt von der Versicherung zurückholen. Und auch die doppelten Schiffe werden hier aufgezählt. Wenn ihr doppelte Schiffe habt, dann ist das auch ein Problem. Das kann dann auch zu Fehlern führen. Wenn da wirklich nichts mehr geht, ihr könnt kein Schiff mehr rufen, ihr habt euch durch einen Kumpel von A nach B fliegen lassen und selbst da könnt ihr die Schiffe nicht mehr von der Versicherung holen, keine Chance, Charakterreset. So. Noch ein Punkt, der ist bei mir am Anfang häufig vorgekommen, gerade um die Invictus Launch Week rum. Ja, da war das ein sehr großes Problem bei mir. Ihr hängt im Charakter-Customizer fest, am Anfang. Ja, ihr habt da einen Freeze und das geht nicht weg. Dann geht leider auch nur ein Charakter-Reset. Das musste ich damals auch machen, genau aus dem Grund. Ne? Das ist leider auch so ein Punkt. Wann sollen wir unseren Charakter auf keinen Fall zurücksetzen? Das ist ja auch mal gut zu wissen. Hier gibt es halt zwei Punkte. Und zwar, ihr solltet ihn auf keinen Fall zurücksetzen, um eure Kriminalitätsbewertung oder euren Ruf irgendwie zu resetten. Weil das ist nicht der Sinn des Charakter-Resets. Das macht ja auch, wie gesagt, das macht halt kein Problem. Wenn ihr irgendwelche anderen Probleme habt, diesbezüglich mit der Kriminalitätsstatistik, dass es irgendwas anderes nicht funktioniert, guckt erstmal in den Issue Council, guckt, ob es eine Problemlösung gibt, schreibt eventuell einen Bericht, aber macht kein Charakterreset deswegen. Das ist wirklich dann kein guter Weg. Dann, wann ihr es auch nicht machen solltet, ist, um eure Alpha-USCs durch eine verlorene Fracht, durch einen 30.000er zum Beispiel oder aus irgendeinem anderen Grund, wieder zurückzubekommen. Weil, wie gesagt, die Alpha-USCs resetten sich nämlich nicht. Das macht also hier keinen Sinn an der Stelle. So, welche Schritte muss ich also unternehmen, wenn ich meinen Charakter zurücksetzen möchte? Die, würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal kurz durch. Also als allererstes erstmal 112%ig sicher sein, dass ihr wirklich ein Charakterreset machen sollt. Punkt 1. Der zweite Punkt ist hier oben anmelden unter Account. Ja, hier euch anmelden. Ihr müsst angemeldet sein auf der Seite, um diesen Charakterreset zu machen. Dann geht ihr aber vorher erstmal hier in den Issue Council. Ja, zack. Guckt, ob es irgendwo schon was gibt. Da gebt ihr hier einfach irgendwas ein. Ja, hier zum Beispiel Charakterreset. Zack. So, und dann spuckt ihr euch hier schon eine Menge Zeug aus, ne? Lest euch das in Ruhe durch, benutzt meinetwegen Google Translate, wenn ihr was nicht versteht, fragt mich meinetwegen sehr gerne, ja, aber bevor ihr euch nicht sicher seid, das Problem gibt es nicht, müsst ihr kein Charakterreset machen und nicht vergessen, dann hier auch einzutragen. Aber mittlerweile, da könnt ihr sicher sein, gibt hier wirklich alles. Ne, ich habe da selbst geguckt, das ist wirklich auf dem aktuellsten und super neuesten Stand hier. Dann, wenn ihr ein Charakterreset machen müsst, geht ihr hier oben auf euren Account, auf Settings und dann geht ihr hier auf Public Test Universe, ja schön wär's, ne, und geht dann hier auf Charakterreset. So. Dann kommt ihr hier hin, dann müsst ihr noch hier Reset Request machen. Das heißt, ihr fragt ein Reset an, müsst hier noch kurz schreiben, warum. Ja, wie zum Beispiel Invisible Character oder sowas in der Art. Müsst ihr noch euer Passwort eingeben, auf Submit drücken und dann ist der Drops gelutscht. Dann könnt ihr nichts mehr rückgängig machen, dann ist euer Charakter resettet und die Sache läuft. Allerdings lasst euch sagen, dass ihr warten müsst. Ihr könnt nicht sofort losspielen. Das ist auch super, super wichtig und steht auch hier auf der Seite ganz unten nochmal in Rot. Important. Ja, das ist wichtiger geht's gar nicht. Also ganz wichtig, ihr müsst mindestens eine Stunde warten, bevor ihr das Spiel neu startet. Schreibt euch ein Post-it, klebt euch den auf den Monitor, denn das ist wirklich immens wichtig. Warum ist das wichtig? Wenn ihr das nicht tut, dann kann es sein, dass ihr Probleme bekommt, dass ihr andere Probleme bekommt, die vorher noch nicht da waren, dass das ganze System völlig aus dem Ruder gerät. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, dass euer System oder das System mit eurem Charakter oder eurem ganzen, wie soll ich das sagen? Euer ganzen Inhalte werden praktisch neu rebootet. Ja, und ihr müsst euch das vorstellen, da ist so ein Balken, der geht so langsam hoch und wenn ihr bei 50% jetzt schon das Spiel anmacht
und diese Inhalte sind vielleicht schon rebootet, dann kommt ihr aber irgendwann in einen Bereich, ist das nicht mehr so. Und dann bekommt dieser ganze Reboot Fehlerpunkte, Fehlerquellen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, ganz grob gesagt. Ich bin kein Entwickler, ich kann es euch nicht genau erklären, aber so ungefähr kann man davon ausgehen. Es ist nämlich so, dass ihr nach 15 Minuten meistens euch schon anmelden könnt und das Spiel starten könnt. Ja, das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Wahrscheinlich sind daher meine Fehler. Aber ich bin auch so ein ganz Ungeduldiger. Ich muss das unbedingt irgendwann nochmal machen. Wenn jetzt gar nichts mehr geht, dann mache ich das nochmal richtig. Und wie gesagt, nicht wundern, nicht verzweifeln. Einfach warten. Am besten vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Tag ist dann alles wunderbar. Ja, es wurde festgestellt, dass eine zu schnelle Anmeldung zu weiteren Problemen führen könnte. Ne? Deswegen Geduld, Freunde. Ne? Wenn das Problem für das Charakterresetten notwendig war, dann nach einer Stunde nicht behoben wurde, dann solltet ihr unbedingt auch das in den Issue Console schreiben. Ne? Genau das. Ne? Eine Stunde gewartet, ist immer noch nicht behoben. Ne? Im Issue Console ist es halt immer sehr, 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 sehr wichtig, oder Issue Council heißt es, glaube ich, richtig, nicht Council. Es ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass ihr so genau wie möglich beschreibt. Denn die Entwickler oder die Leute, die das lesen, können natürlich nicht in eure Köpfe gucken. Ne? Die müssen halt wirklich das genau erklären. Denkt euch einfach, ihr erklärt es einem Kindergartenkind. Ne? So. Freunde, das war's auch schon. Ja, das alles ist zum Thema Charakterreset. Ich denke, ihr wisst nun Bescheid. Wenn noch Fragen da sind, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich werde mich da sofort drum kümmern. Ne? Und als nächstes dann mal 3.10, würde ich mal sagen. Ne? So, wenig. Freunde, also macht es gut und bis dann. Ach ja, die Links werde ich euch natürlich zu dieser Seite und ich glaube, zu der Seite reicht. Den Issue Console findet ihr selber, denke ich mal. Aber zu der Seite, den werde ich euch verlinken. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss.